Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei Orville. So, der erste Tag liegt hinter uns und wir gucken mal, was als nächstes passiert. Ende der letzten Folge gab es ja den zweiten Anschlag. Und somit die Erkenntnis, dass es zumindest im zweiten Fall nicht Cassandra Watergate sein kann. So, gucken wir mal. Sind Sie sicher, dass Sie die Arbeit für heute abschließen möchten? Alle unbearbeiteten Data-Chunks werden verfallen. Ja. Anhand der von Ihnen... Okay, erstmal Errungenschaft. The clocks were still... What? We're striking 13? Anhand der von Ihnen übermittelten Daten haben wir Folgendes erfahren. Der Anschlag auf dem Freiheitsplatz. Ein schwerer Anschlag erfolgte gestern auf dem Freiheitsplatz. Cassandra Watergate war direkt vor der Detonation anwesend, weshalb eine Untersuchung vorgenommen wurde. Die Aktivistengruppe Thought. Es gibt Hinweise, dass eine Aktivistengruppe namens Thought in den Fall verwickelt ist. Ein zweiter Anschlag wurde auf dem Gelände der Stelligan Universität verübt. Offenbar hat er mit dem ersten zu tun. Daraus lässt sich schließen, dass Cassandra Watergate nicht oder zumindest nicht als einzige Täterin in Frage kommt. So, hier die, ja, Erkenntnisse, die wir über Cassandra gesammelt haben. Episode 2, Ort, an dem keine Dunkelheit herrscht. Willkommen zurück. Ich hoffe, Sie verzeihen es mir, wenn wir direkt anfangen. Wir haben einiges an Arbeit vor uns. Ich habe mich mit meinem Vorgesetzten getroffen. Sie möchten, dass wir diesen Testfall weiterführen. Sie sind überzeugt, dass Orville fähig ist, das hier vor Hand zu haben. Oh, und Sie natürlich auch. Meine Vorgesetzten stimmen mit mir überein. Basierend auf den von Ihnen extrahierten Informationen erscheint die Gruppe namens Thought untersuchungswürdig. Es scheint, dieser Goldfels ist eine wichtige Figur bei Thought. Daher haben wir nun die Freigabe erhalten, ihn als Zielperson zu behandeln. Mit Goldfels als Zielperson könnten neue Datenchancen in bereits bekannten Dokumenten verfügbar geworden sein. Denken Sie daran, diese nochmal genau durchzugehen. Okay. Naja. Ach, da muss so ein Gesicht dazukommen. Na, hör mir auf. Okay, also, Cassandra Watergate. Gehen wir nochmal rein. Was? Redigiert? Was ist das für ein Wort? Okay. Können wir zu ihr vielleicht noch was dazufügen, oder? Ist hier irgendwas dabei von Interesse? Nö. Ist das nicht. Schlagzeilen. Bontener Bombenanschläge hängen offenbar zusammen. Zwischen den Anschlägen auf die Stelligan University und dem Freiheitsplatz in Bonten besteht ein Zusammenhang, schließen Experten. Der Bombenanschlag, der gestern in Stelligan stattfand, scheint mit dem Angriff auf den Freiheitsplatz am Anfang der Woche in Verbindung zu stehen. Zu diesem Schluss kommt die Abteilung der Polizeikräfte, die die Fälle untersucht. In beiden Angriffen sei ein ähnlicher, mit reiner Boshaftigkeit geschaffener Sprengsatz verwendet worden, sagte Polizeisprecherin Steele. Die Briefe, die von Anschlägen eingingen, scheinen diesen Verdacht weiter zu untermauern, während über die gesamte Bedeutung immer noch gerätselt wird. Gerüchtenzeuge wurde Überlegungen angestellt. Die Anzahl der Strophen könnte die Anzahl der Bombenanschläge widerspiegeln, was die Frage nach einem möglichen weiteren Anschlag mit sich brächte. Verstehen einige Leute. Habe ich hier irgendwas für Goldfels? Nee. Und bei Grund davon auszugehen, einfach, dass die Präsidentin inzwischen hat, die Stellungnahme, dass der Normalbetrieb unter den Umständen nicht fortgesetzt wird, sodass ihre Türen vorerst geschlossen bleiben. Die Universität hat außerdem eine spezielle Titelseite eingerichtet, um den Opfern des Anschlages zu gedenken. Sie wählt oben Hood. Oh ja, okay, kann ich aber nicht anklicken. So. Die Geschwister Davenport, Eigentümer des größten sozialen Netzwerks Timelines, kündigen eine wichtige Zusammenarbeit mit Software-Riesen Rosen Technologies an. Große Sache, das Internet-Milliardär, Geschwisterpaar Ada und Alan Davenport, Schöpfer und Eigentümer des bedeutenden sozialen Netzwerks Timelines mit Sitz in Hillbury, wollen zukünftig umfangreich mit dem Bondener Software-Riesen Rosen Technologies zusammenarbeiten. Nutzung von Infrastruktur und Softwareentwicklung, Echtzeit zu reagieren. Okay, gut. Und viel Regen habe ich gelesen. Ja, gut, okay. Viel Regen. So, was haben wir denn noch? Benutzer Goldfels. Also, hier haben wir erstmal ein Bild von ihm. So, okay, ja gut. Die Daten sind frei. Hat das Volkslied auf dem Blog erwähnt. Der Brief. Wir sind auf der richtigen Spur, wie es aussieht. Bevor ich im Jahr 93 die Nation eingewandert bin. Okay. Ist die Frage, wo er herkam? Ein Einwanderer? Hm.
Darum habe ich mich... Was ist das, wenn ich euren Inspektor... Okay, ja, hat einen Blog erstellt. Von The Thought. Verwandte Dokumente gefunden. The Thought, eine Aktivistengruppe mit demselben Namen wie dieser Blog. Ein Goldfeld, derjenige ist, der dieses Blog erstellt hat, dann hat er vielleicht auch die Aktivistengruppe gegründet. Oder ist... war oder ist vielleicht sogar deren Anführer. Ja, ja. Goldfels. Falsches. Hätten wir nicht erwartet. Okay. Ist hier noch irgendwas dabei gewesen? Achso, das ist das, wo wir hinkommen nachher. Ah, okay. Boah, jetzt ist das Problem, es ist ein bisschen her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwelche Sachen dabei sind, die auf ihn schließen lassen, aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Entry 8. Oh, hier haben wir welche, die sich gegenseitig aufheben. Ist der neu? Ach nee, das ist der 8. Okay. Also, nach anderthalb Jahren, dem Anwerben von zwei meiner Studierenden und der Organisation von drei Protestaktionen wieder am Freiheitsplatz, fühle ich mich verpflichtet, mich zu fragen, wo wir stehen. Haben wir unser Ziel erreicht? Was wurde dafür geopfert? Kurz gesagt, sind wir dem ursprünglichen Ziel treu geblieben, das die Gruppe zusammengefügt hat? Ist die Antwort auf diese Frage ein klares Nein? Wir haben uns von Wut und Hass auf diejenigen verzehren lassen, von denen wir dachten, dass sie ihnen Unrecht tun würden. Okay, also das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Das sind die beiden, die sich ausschließen. Also, hat zwei Studenten für Thought rekrutiert. Drei Protestaktionen. Doch interessanter ist vielleicht, dass zwei Studierende beteiligt zu sein scheinen. Die Gedanken sind frei, aber das bedeutet in keiner Weise, dass sie das tun... Dass sie tun uns lassen können? Was sie wollen? Was ist das für ein Deutsch? Anstatt anderen zu beschuldigen, sehe ich jetzt, dass meine hohen Ziele durchaus die Ursache für alle Ergebnisse der letzten Monate sein könnten. Ich fühle mich dafür verantwortlich. Mehr als jedes andere Mitglied von Thought. Also hier ist schon mal klar, dass er Mitglied ist. Ich finde das wichtiger als das andere. Eine problematische Vergangenheit, indem wir auf den Grund gehen. So, als Konsequenz werde ich daraus mein aktives Engagement in dieser Gruppe einstellen. Okay. Also er war zumindest mal aktiv dabei. Ich bin fest davon überzeugt, dass es zum Wohle aller Beteiligten sein wird, insbesondere meine Studierenden der Stelligen. Ach, er war an der Universität, wo die zweite Bombe hochging. Okay. Wie jetzt Stelligen? Dieselben Stelligen, die bei der Bombe hochgegangen ist? Ich werde jetzt nicht nochmal wiederholen, was ich über Zufälle denke. Bisher deutet alles darauf hin, dass Goldfels ein recht prominenter Dozent bei Stelligen war und einige seiner Studierenden in Thought hineingezogen wurden. Hat er sie etwa gezielt für seine Sache angeworben? Wir müssen diese Studierenden identifizieren und herausfinden, wer von ihnen noch bei Thought mitmischt. So, Sorgenkind 1 wahrscheinlich. Der Typ, der da verletzt wurde, war doch nur ein gottverdammter Bulle. Die hatten es doch angelegt, ist chaotisch gelaufen. Ich weiß alles, aber den wir mal Bock haben zu organisieren. Was? Es ist chaotisch gelaufen. Ich weiß alles bis zurück zur Sache, die ich damals verbockt habe, zu organisieren. Aber zur Hölle, schau dir mal die guten Seiten an. Wir haben es in der Nachricht geschafft. Das ist was wir wollten. Wer ist denn Sorgenkind 1? Ich habe übrigens noch einen Listener. Mit Joseph Langley. Muss ich hier zurückgehen. Hey du. Tut mir leid wegen gestern Abend. Ich hätte vorbeikommen sollen. Hat sie im Knast ein Telefon? Ist nur so, dieser Mandant ist ziemlich einflussreich und könnte der Kanzlei eine Menge Aufmerksamkeit einbringen. Ich habe seit Wochen versucht, ein Meeting auszumachen. Ich muss sagen, es lief wirklich gut. Das lässt hoffen. Gott, ich bin so ein dummer alter Mann, der die ganze Zeit nur über die Arbeit redet. Tut mir wirklich leid, das nimmt nur so viel Platz in meinem Leben ein. Hallo? Bist du noch böse auf mich? Weiß er nicht, dass sie im Knast sitzt? Cassie, könntest du bitte wenigstens irgendwas schreiben? Sonst fange ich langsam an, mir Sorgen zu machen. Das weißt du doch. Okay, also irgendein wichtiger Kunde. So, Stelligen Universität. Was? Timmy, Verdachtsfälle? Verdächtige im Fall? Bondner Haftenschicken.
Ah, okay. Okay, wir machen erstmal ganz kurz die Schlagzeile. Im Zusammenhang mit den jüngsten Anschlägen in Bonn wurde eine Frau verhaftet. So, kann man kurz zu ihr gehen. Vor ein paar Minuten berichtete die Bonner Polizei darüber, dass eine Verhaftung im Zusammenhang mit den jüngsten Bombenanschlägen in der Hauptstadt vorgenommen worden ist. Eine junge Frau wurde dank der Ermittlungserfolge einer Spezialeinheit inhaftiert, sagte Polizeisprecher Kaufmann. Oder Kaufmann. Darauf, wie die Frau mit den Bombenanschlägen genau zusammenhängt, ging Kaufmann nicht ein. Inzwischen macht allerdings das Gerücht die Runde. Die Verdächtige sei den Behörden bereits durch andere Vorfälle gut bekannt. Ja. So, okay, gehen wir zur Hauptseite. Also, gestern Abend Sprengsatz gezündet. Also, was? Der sowohl Studierende als auch einen Dozenten tötete. Er hier? Seine Hopkins, wenn er passend war, angriff der jüngsten Ereignisse, um möglich alltägliche Betrieb fortzuführen. Ja, das wissen wir. Die Jury, die Besten der Nation, der jährlichen Besten. Deswegen hat die Mensa von Zeng in der Kategorie Beste öffentlicher Speisesaal zum Gewinner gekürt. In letzter Zeit haben wir versucht, eine Chance in unserem Angeboten zu sein. Ja, gut, okay. Sprengstoffanschlag. Campus bis auf weiteres geschlossen. Studiengänger. Okay. Ah, guck mal hier. Da der Repräsentant Goldfels in den Ruhestand getreten ist. Kann ich das nicht nehmen? Hallo? Er ist im Ruhestand. Koryphäe in seinem Beruf. Kann ich nochmal zurückgehen? Also, er hat Medienethik gemacht. Bis Oktober Bewerbung an. Okay, dann gehen wir mal zu Goldfels. Als Koryphäe in seinem Beruf hat Abraham Goldfels. Schon mal ein Name. Mit Freude. Abraham heißt er also. Gut gemacht. Die angebotene Professur im Bereich Medienethik an der Stellingen angenommen, von der er leider im Herbst zurücktrat. So, Beruf, Pensionär. Ist Ihnen aufgefallen, dass die Anschlagsorte eng mit Thort verbunden zu sein scheinen? Das könnte ein Muster abzeichnen. Thort hat 3 Protestaktionen abgehalten, aber es bisher nur 2 Anschläge. Das könnte bedeuten... Na gut, das ist schon ein ziemlicher Schuss ins Blaue, aber wir müssen alles in Betracht ziehen, um einen weiteren Anschlag zu verhindern. Schauen Sie sich die Mitglieder von Thort genau an. Finden Sie heraus, wo die Protestaktion abgehalten haben. Das könnte uns weiterhelfen. So, hier haben wir nochmal ein Bild. Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist, aber okay. Boah, auf dem sieht er ein bisschen älter aus, ne? Nehmen wir das. Zwar war Professor Goldfels als Journalist bei Der Reporter, einer der renommiertesten deutschen Tageszeitung, und er war auch Journalist und Vorsitzender des globalen Medienethik-Kongresses. Vorstand des Ethik eines. Die Eigenschaften jedes dahergelaufenen Durchschnittsterroristen. Datenschutz. Okay, wow, das sind viele Informationen über diesen Goldfels. Trotzdem konnten wir nur ein weiteres Dokument indexieren. Wow, wie seltsam. Ich denke, unser nächster Schritt sollte sein, nach weiteren Mitgliedern von Thor zu suchen. Ja. Ist auch gut. So, was noch? Die Gedanken sind frei, aber deine Unabhängigkeitserklärung gegenüber der Massenüberwachung. Ein Buch von ihm. Na, was sagt man dazu? Er hat wortwörtlich ein Buch darüber geschrieben. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns das angucken können. Namhafter Alumni. Servent, Studiengang Biotechnologie. Schönes Strafrecht. Eigene Anwaltskanzlei. Promotion. Zientechnik. Tja. Who knows, wa? ISUKAL-Teilnehmerlisten. Achso, von der Universität. Willkommen im System. Oh, jetzt habe ich vergessen, wann der ausgestiegen ist. Wir gucken mal im Sommersemester. Ja gut, Technik. Ne. Medien. Wie heißt der Goldfels? Sammels. Ne. Management. Recht, Craig House. Achso, wann ist er denn eingestiegen?
Okay, Wintersemester. Nope. Medien. Hier, Goldfels. So, es werden 26 Leute erwähnt. Becker, Lamont, Fernandez, Ferris, Juliet Carrington. Note 1. Den Namen haben wir doch schon mal gesehen, oder nicht? Genau, sie war eine Freundin von Miss Watergate. Studentin von Goldfels ist sie also obendrein. Das ist genug für einen Bericht. Geben Sie mir ein paar Minuten. Mhm. Gut, wir haben die Berechtigung, Miss Carrington zu untersuchen. Okay. Hier sind 26 Leute drin. Und nur Miss Carrington ist jetzt wichtig? Ja, ein bisschen einfach. So, wir gehen trotzdem nochmal durch. No. Ja, recht, wie gesagt, das hat er alles nicht gemacht. Nope. Gehen wir mal ins Sommersemester. Nope. So, wenn dann, wie gesagt, Medien. Da ist er wieder. Goldfels. Unabosch, Chan, Chapman, Foster, Garner, Hampton, Holbrook. Carrington haben wir. Gut, das können wir gleich nochmal bei ihr mit einpflegen. O'Donnell Harrison, Gast. Harrison O'Donnell. Ja, den Namen haben wir schon mal bei Miss Watergate gesehen. Ich werde das sofort melden. Wir haben die Freigabe, Harrison O'Donnell als Zielperson anzusehen. Das heißt, sie haben nun noch mehr zu tun. Glückwunsch! Harrison und Juliet. Das müssen die Studierenden von Goldfels bei Sword sein. Gut gemacht. Okay. Ja, und ich glaube, danach war er auch nicht mehr... Das wollen wir nicht mehr gucken. Da ist er schon ausgeschieden, ne? Ja, wirklich lange Dozent war er aber nicht, der gute Mann. Gut, also, wir haben Miss Juliet Carrington. Da gehen wir nochmal ganz kurz zurück. In die Teilnehmerliste vom... Nee, doch, Sommersemester ist richtig. Goldfels, und wo ist sie denn? Okay. Steht das bei ihr schon drin? Fans hat ihre Masterthesis. Ja, ja. Wieso kann ich das nicht einfügen? Okay. Timelines. Also bei Cassandra steht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Achso, das hatte ich schon. Kann ich denn ihr kein Gesicht geben? Verstehe ich nicht. Ach, jetzt geht's erst. Okay. So, Foto haben wir. PR-Assistentin bei Rosentech. Über die wurde ja gerade berichtet. Geburtstag Februar 92, Wohnort Farview. Ja, Gott, ob das nun stimmt, weiß man nicht. Und Gitarre, Gesang, Bücher, Brettspiele. So, The Targets, öffentliche Bibliothek, Café Chestnut. So, da waren sie feiern am 4. März. Anderthalb Monate her. Da. Adam Dunbar. Heute haben sie total tote Hose. Wer hat das gepostet? Cassandra. Du weißt doch, dass ich nicht so scharf darauf bin, auszugehen. Geht nicht gern aus. Okay. Außerdem tanzt sie nicht. Boah, hast gewonnen mit einer Heimstunde bei dir. Seine Quälerei und Grausamkeit durch eine Freundin. Folterung beteiligt? Das ist doch Quatsch. Gut, muss ich auch nicht bei ihr reinmachen. Nein! Nein! Das unterstreicht nur... Nein! Oh!
Ich will das ja auch nur bei ihr reinmachen, nicht bei... Och, Mann. Jetzt ist das hier drin, oder was? Scheiße. Nein, sie foltert nicht. Carrington-Familie. Wir sind die Carringtons. So, wir gehen das nochmal kurz durch. Auch wenn Cassandra und ich uns gerade erst beim Protest am Freedom Plaza kennengelernt haben. Naja, gib mal an. War also auch beim Protest. Rick Denton. Wie kommt es, dass du jetzt so sehr für Politik interessierst? Okay, also vorher hat es so mit Politik irgendwie nichts zu tun gehabt. Zuerst Miss Watergate und jetzt auch sie. Ist das so eine Art Gehirnwäsche im Werk? Kann ich hier eigentlich nochmal was rausziehen? Nee, ne? Nee. Die Carrington-Familie. Wir begrüßen sie. Hallo. Ihre erste Tochter April geboren. Ha. Wer ist sie? Achso. Drei weitere Folgen. April McIntry Carrington. May Carrington. CEO. June. Warum heißt sie nicht February? Alle Kinder heißen nach einem Monat. April, May, June. Ach, Juliette soll July heißen, oder was? Also, 14. Februar. Lieblingsfarbe Rot. Gitarre spielen. Gut, das passt ja mit ihrer anderen. Hallo? Okay, ab und zu mag ich auch einen guten Scherz. Aber ihre Lieblingsfarbe, glauben Sie, die wird noch relevant? Ich meine, es gibt mögliche Bomben drin. Können Sie sich darauf konzentrieren? Ja. Lieblingsbuch, wer die Nachtigall singt. Wer die Nachtigall stört. Versteht man wirklich, solange man nicht in dem Ballett des Autobahnstreifen daran herumschwatziert. Hey Bali, wer die Nachtigall stört. Das habe ich mal gelesen. Gutes Buch. Ja, das ist auch unwichtig. Lieblingsessen Bananen-Nuss-Muffins. Jetzt wird das sich wahrscheinlich wieder lecker. Wenn wir den nächsten Anschlag nicht verhindern können, weil sie irgendwelche Zeug hochhören, dann halte ich meinen Kopf aber nicht auf Höhen. Mann, das sind doch nur irgendwelche Nebeninformationen. So, entschieden die Eltern Jonathan und Esther. Okay. Ja, komm wahrscheinlich jetzt hier in die Dings rein. Professioneller Musiker in der Band. Allerdings entschieden sie sich ihre Bandkarriere nach ihrer Trennung. Alleinstehend. Medienwissenschaften. Ich lasse das mal offen, weil es ist nicht alleinstehend. Es ist ehemaliges Mitglied in einer Band. Gibt denn irgendwas, was ich noch nicht kenne? Ach so, ja, gut, das Foto können wir noch mit reinmachen. Aber auch das macht jetzt wenig Unterschiede. Okay. So, dann sind wir hier durch, ne? Nicht mehr machen. Okay. Rosentech. Wir machen erstmal sie weiter. Allerdings erst in der nächsten Folge. Dann also morgen sehen wir uns Miss Carrington weiter an und dann gehen wir auf den anderen Amigo. Den anderen Schüler von Herrn Goldfels. Und ja, dann gucken wir mal, ob wir da irgendwelche Informationen zusammensammeln können. Herzlichen Dank und bis morgen.